über 20.000 Zuschauer in Bielefeld beim Heimspiel gegen Lübeck. Die Arminia hoffte auf den erlösenden Sieg, der schon fast den Klassenerhalt bringen könnte. Schlüsselfrage vor dem Spiel: Wie verarbeiten die Bielefelder den Druck, den schon fast abgestiegenen Gegner besiegen zu müssen? Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz und dann auch die erste Chance durch Momolu in der 21. Minute. Es war der erste nennenswerte Abschluss, aber aufs Tor ging dieser Ball nicht. Die Arminia kontrollierte weiter das Spiel, schon kurz vor der Pause, dann Aufregung im Strafraum. Reddemann mit dem Handspiel und Schiedsrichter Nico Fuchs gab zu Recht Handelfmeter für die Gastgeber. Beim letzten Spiel in Sandhausen hatte ja Biakadi verschossen und dann Putaro mit zwei Kontakten illegal verwandelt. Und jetzt scheiterte er in der 44. Minute an Torhüter Klevin. Der war knapp dran und lenkte den Ball an den Pfosten. Schon der fünfte vergebene Elfmeter in dieser Saison für die Bielefelder. Wahnsinn. Also weiter 0:0. Nicht gut für die Nerven. Und dann Korbos, der US-Amerikaner, in der 45. mit diesem Abschluss. Klevin war noch dran. Pausenstand 0:0. Mitch Knie hat Bielefelds Trainer genervt. Martens, der Lübecker Trainer. Hier und heute kein Sieg. Dann wäre es auch rechnerisch der Abstieg für den VfB. Die zweite Hälfte Momolu, immer agil, beweglich. Und dann Boland mit diesem wüsten Foul. Und Schiedsrichter Nico Fuchs gab glatt rot in der 59. Minute. Was hat ihn da geritten, den sonst so fairen Boland? Rote Karte berechtigt. Hieß also runde halbe Stunde Überzahl für die Arminia Lannert. Da waren sie schon 10 Minuten, einer mehr, zumindest mal ein Abschluss durch den Rechtsverteidiger. Es war knapp und der Druck nahm hinten raus dann logischerweise zu. Langer Ball in die Box und los, 85. Minute. Da fehlt ihm das letzte Timing, den macht er sonst normalerweise im Schlaf. Chance vergeben, 85. Dann aber nochmal Ecke, Lannert und wieder Klos. Er setzt ihn für die linke Ecke, aber er setzt ihn knapp vorbei. Auch nach einer halben Stunde Überzahl. Kein Führungstor für Bielefeld. Ja, und so hieß der Endstand 0:0. Damit kein Sieg für den VfB Lübeck und damit auch rechnerisch der Aufsteiger endgültig wieder abgestiegen. Also wir haben, denke ich, jetzt in den letzten Wochen uns schon mit dem Thema sehr viel beschäftigen müssen und für uns ging es einfach nur darum, hier alles reinzuwerfen und das Highlight-Spiel einfach nochmal mitzunehmen und uns gut zu präsentieren und das haben wir. Aber natürlich tut das sehr, sehr weh. Es ist immer kein schöner Moment. Aber wenigstens konnten wir uns so ein bisschen mit Würde nochmal verabschieden. 0:0 am Ende hier zu Hause gegen Lübeck. Ja, muss zu wenig sein in eurer Situation. Oder wie fühlt es sich jetzt gerade an? Ja, fühlt sich beschissen an, muss ich sagen. Ich glaube, wir wollten heute unbedingt gewinnen. Ist natürlich schade, dass wir uns heute nicht belohnen, gerade weil die auch ein Mann weniger waren. Aber ja, tut weh, aber wir machen weiter. Die Arminia enttäuscht, verkrampft, holt nur einen Punkt gegen Lübeck. Das Abstiegszittern in Bielefeld ist damit noch nicht vorbei. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.